Guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mich noch nicht zurecht gemacht, es ist 7.30 Uhr, ich bringe jetzt erstmal schnell den Karl in den Kindergarten. Er hat heute seinen letzten Tag hier im Kindergarten, dementsprechend wird heute Abschied gefeiert. Jedenfalls wird er halt noch heute ein letztes Mal im Kindergarten frühstücken und deswegen bringe ich ihn jetzt heute so zeitig. Genau, ich werde dann, wenn der Karl im Kindergarten ist, noch hier alles zusammenpacken. Zum einen sind hier halt noch ein paar Sachen, zum anderen habe ich jetzt in der Zeit, wo wir hier waren, einfach alles, was ich mit hergebracht habe, überall verteilt. Sehr unschlau von mir. Es ist noch zum Beispiel Geschirr im Geschirrspüler und dies und jenes und Essen im Kühlschrank, irgendwas, was halt nur ich esse und so. Also kann lustig werden. Wir fahren jetzt los. Der Karl ist sehr motiviert. Wir fahren jetzt los und mal gucken, wenn wir uns wieder sehen. So, ich habe den Karl gerade in die Kita gebracht und ich wasche mir gerade die Hände. Ich werde jetzt gleich meine Haare machen und dann werde ich raumweise hier mein ganzes Zeug zusammensammeln, sortieren, einpacken und vielleicht auch generell noch ein bisschen so aufräumen, wenn es die Zeit hergibt und natürlich auch noch was essen. Soweit erstmal fast fertig mit hier oben in der Wohnung packen. Ich muss halt noch den Geschirrspüler ausräumen, weil da wie gesagt noch Geschirr von mir drin ist. Ansonsten habe ich soweit alles und habe das jetzt hier im Flur hingeschlichtet und ich sehe das schon wieder und denke mir so, wie soll ich denn das noch reinkriegen? Ich habe gestern echt Platz gelassen, weil ich ja wusste, ich habe noch Zeug, aber je öfter ich jetzt für diesen einen Umzug gefahren bin, desto schlechter sind meine Packkünste geworden, desto unrealistischer schätze ich die Autogröße ein, aber es nützt nichts. Ich werde es jetzt einfach da reinstopfen, irgendwie. Und wenn ich nochmal komplett umpacken muss, habe ich zwar keinen Bock drauf, aber ich muss es ja alles mitkriegen. Und wie gesagt, ich lasse ja auch noch Sachen hier, also ist es einiges. Oder habe ich das überhaupt schon erzählt? Es ist einiges, was ich nicht fortkriege, was aber nicht unfassbar wichtig ist und ich deswegen halt denke, da mache ich mir jetzt nicht noch einen Stress und fahre jetzt in dem Monat jetzt noch zum fünften Mal oder so. Da bringt lieber Philipp was mit und ich werde bestimmt auch irgendwie wegen irgendwelchen Terminen oder sonst was nochmal her müssen. Dementsprechend kann ich das dann auch mitnehmen. Genau, zum Beispiel die Winterreifen brauche ich erst im Oktober. Also von daher können die jetzt auch hier noch bleiben. Die muss rein. Die Blume kommt dann nachher auf Karls Sitz. Die ist ja dann nur auf dem Weg zum Kindergarten mit. Der wird dann zerlegt, auf jeden Fall eingepackt. Dann habe ich hier jetzt noch eine Permanent-Tragetasche. Das hier ist eine zusammengefaltete Kiste. Das muss mit, das muss mit, das muss mit. Der Rucksack, den kriege ich auch vorne irgendwo noch unter. Und das muss mit. So, ich habe tatsächlich fast alles reinbekommen. Oder was heißt fast alles? Die Reisetasche wird noch reingehen, aber die habe ich noch nicht reingebracht, weil ich die vergessen habe. Was wollte ich sagen? Das blöde Internet funktioniert nicht. Ich mache es jetzt nochmal aus und nochmal an. Ich glaube, das möchte mich einfach vergraulen oder so. Also in der neuen Wohnung, das Internet hat noch nicht einmal nicht funktioniert. Hinter mir befindet sich eine saubere Küche und ein sauberes Esszimmer. Ich habe jetzt selbst noch keine Küche, die ich putzen kann. Dementsprechend hat mir es jetzt auch echt Spaß gemacht, hier nochmal die Küche zu putzen. Mir macht es ja, wie gesagt, generell Spaß. Habt ihr vielleicht auch daran gesehen, dass ich bis jetzt schon das ein oder andere Putzvideo aufgenommen habe. Und jetzt da hier ja keine Türgitter mehr sind, ist es auch echt unkompliziert, dass der Staubsauger einmal die komplette Wohnung macht, ohne dass man die über eine Türschwelle, also Türgitter, drüber tragen muss. Und mal sehen, wie viele Stunden er jetzt dafür braucht, einmal die ganze Wohnung sauber zu machen. Ich habe dementsprechend vorher noch ein bisschen so den Fußboden aufgeräumt und alles. Und wenn er fertig ist, werde ich mir was zum Mittag machen und zwar noch einmal einen Salat und bis dahin werde ich wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Video schneiden und so. Habe ich gesagt? Ich habe doch gesagt, ich mache mir Salat, ne? Es ist noch welche da und es ist sogar auch noch Dressing da, nicht mehr viel, da kann ich gleich nochmal was machen.
Aber dementsprechend muss ich jetzt gar keinen Salat machen. Und ich habe jetzt schon, es ist 10:30. Ich habe jetzt schon übelst Hunger. Bei einer Stunde muss ich auch los. Staubsauger ist immer noch beschäftigt, aber ich glaube, der ist gleich fertig. So, in 10 Minuten fahre ich den Karl abholen. Boah, wie sehe ich aus? Ich muss schnell mal mein Handy anstecken, nochmal laden, weil ich ja dann auf der Fahrt, obwohl ich die Strecke schon in- und auswendig kenne, einfach aus Bequemlichkeit und aber vor allem, weil ich dann in der Stadt, in der ich jetzt wohne, noch nicht zu 1000% aufgrund der vielen Baustellen den Weg von der Abfahrt bis zu meiner Wohnung finde. Also ich würde es bestimmt finden, aber es ist halt einfach entspannter. Und da ich ja eh die ganze Zeit Musik laufen habe, wird mein Handy so oder so auch halt Strom verbrauchen. Deswegen stelle ich das eben nochmal an, gehe nochmal ganz entspannt auf Toilette. Ich stehe schon wieder hier an der Stelle und habe schon wieder Gänsehaut. Ja, ich bin ein bisschen nervös, positiv nervös, weil ich jetzt sozusagen offiziell hier ausziehe. Ja, weiß nicht. Aber es ist wie gesagt nicht schlimm oder so, keine Ahnung. Ich habe das hier vor diesem Geschirrspüler einfach nur Gänsehaut. Genau, ich werde mich wahrscheinlich erst wieder melden, wenn ich dort bin. Das ist heute ein sehr spannender Vlog, ich weiß. Ja, ich freue mich. Ich glaube, jetzt ist es so richtig erstmal, dass es jetzt so bedeutet, dass es ein komplett neues Kapitel halt generell ist und so. Und ja, jetzt sozusagen wie offiziell ist, obwohl, wie gesagt, ja auch noch Zeug von mir hier ist und das jetzt ja, ich bestimmt auch irgendwann mal wieder hier sein werde. Ist ja nicht so, dass ich jetzt nie wieder herkomme. Genau. Ich glaube, ich muss gleich niesen. So. Ich fahre jetzt gleich los, nur noch um einen kleinen Einblick da zu vermitteln, wie es hier so aussieht. Also, ja, ist alles auf Press, also wird da auch nichts abfallen. Ja, ich hoffe, ich habe nicht irgendwas vergessen, was jetzt wichtig ist. Und ja, es ist echt jetzt schönes Wetter, hat kurz geregnet, aber jetzt ist super Wetter und auch angenehm warm. Ich stemme jetzt gerade noch alle Spiegel und alles ein und dann geht's los. So, ich bin schon ein ganzes Stück, ich glaube schon 2 Stunden wieder hier. Oh, sehr schön, dass man mich da hinten sieht. Genau, ich habe ganz viel aufgeräumt und sauber gemacht. Ihr seht jetzt hinter mir, das ist eine übelst ordentliche Ecke. Ich habe auch gerade sogar schon die erste Maschine Wäsche aufgehängt. Die zweite wäscht jetzt gerade. Das war hier das Todeschaos. Auf dem Tisch war Chaos. Hier hinter mir habe ich mein Bett bezogen. Dann hier Schrank, habe ich noch ein bisschen was draufgestellt, eingeräumt. Dann habe ich hier die Lichterketten aufgehängt. In der Küche habe ich auch echt viel aufgeräumt. Sieht jetzt gar nicht so danach aus. Ja, dann auf jeden Fall, was habe ich noch gemacht? Die ganze Wohnung gestaubsaugt. Wie gesagt, überall aufgeräumt. Allen Müll mal zusammengesammelt aus der ganzen Wohnung. Und im Kinderzimmer ist jetzt noch nicht so die Ordnung. Aber das wird jetzt sich gleich geben. Denn ich werde jetzt nach und nach die ganzen Sachen aus dem Auto holen oder viele Sachen und dann wird hier im Kinderzimmer also auch Ordnung ein bisschen einkehren. Da ist zum Beispiel noch so der letzte Kallax Organizer, wo dann eben noch Sachen reinkommen und so weiter. Deswegen ja, wird es jetzt nochmal ein bisschen anstrengend, weil ich ja den Kallax auch im Tragetuch habe, aber ja, das wird auch schnell irgendwie vorbei sein, hoffe ich, und dann machen wir was zum Abendbrot und werden echt spät schlafen gehen. Ich bin ein bisschen geschafft von der Fahrt, aber es ging. Also es war ja nicht viel los und so. Ich bin super durchgekommen. Wir haben zweimal angehalten. Ich habe sonst, also es gab keinen Stau oder sonst was. Und zwar werde ich überbackenes Brot machen. Also werde ich Brot, dann Ketchup, dann dünne Würstchenscheiben und dann Käse drüber und dann in die Mikrowelle 30 Sekunden und fertig. Und das ist das fertige Abendbrot. Das sieht übelst cool aus. Das muss jetzt noch einen Moment abkühlen, bevor ich das Karl gebe, aber ja, sehr kreativ, aber immerhin warm. So, auch wenn heute nicht sonst so viel passiert ist, ich bin fertig jetzt wie sonst was, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gefilmt habe, ich glaube, als ich gesagt habe, dass ich noch Zeug hochhole. Ja, ach nee, das Abendbrot war das letzte. Genau, ich habe, also der Kalle schon ein Stück im Bett, ich habe dann Wäsche sortiert, voll seltsam, habe ich bisher noch nie gemacht. Jetzt habe ich es gemacht nach Waschtemperatur, Farbe und
Ja, das war's. Ja, und halt noch die Sachen raussortiert, die halt Flecken haben. Genau. Ich habe jetzt hier auch eine Waschmaschine schon gefüllt. Die werde ich jetzt programmieren auf morgen früh, dass sie dann fertig ist. Also nach dem Frühstück. Habe ich auch fast noch nie gemacht. Keine Ahnung, was das jetzt gerade für Anwandlungen sind. Genau. Ich möchte an der Stelle das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Ich hoffe, ihr freut euch auf den Vlog morgen. Ich habe für morgen noch überhaupt keinen Plan. Ich werde halt nur ein bisschen was ausladen und so. Der Kabel heute mal auf dem Spielplatz, aber ansonsten ist noch nichts geplant. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie das Wetter wird. Ich bin selbst sehr gespannt. Ja. Ach ja, dann, ich habe gerade auch noch abgewaschen da und vom Abtrocknen habe ich sogar einen Zeitraffer gemacht. Den blende ich euch jetzt ein. Dann bis zum nächsten Video. Ich verlinke den letzten Vlog, also von gestern, unten drunter. Und ja, morgen drehe ich einen neuen Vlog. Und für euch morgen kommt Lisa dann auch online. Also ja, jeden Tag erstmal ein Video jetzt, 5 Tage lang. Mal sehen, wie das ist. Ich bin selbst sehr gespannt, ob das gut ankommt. Wenn mein Alltag ein bisschen spektakulärer ist, dann wird es bestimmt auch cooler, wenn ich sowas nochmal mache, oder ich würde sowas auf jeden Fall gerne nochmal machen. Mir macht sowas jetzt schon auch am zweiten Tag einfach übel Spaß, vor allem wenn man einfach auch regelmäßig dran denkt, die Kamera in die Hand zu nehmen. Dann bis zum nächsten Video.